Es geht also um Wissenschaftstheorie. Das Buch ist von Alan Francis Chalmers geschrieben worden. Der Mann ist seines Zeichens Hochschullehrer für Philosophie und befasst sich in Sydney schwerpunktmäßig mit der Entwicklung der Naturwissenschaften, ihrer philosophischen Grundlagen. Und selbst studiert er ursprünglich Physik. Das merkt man auch an seinen Beispielen. Ich habe mich jetzt sehr stark bemüht, eben die sehr schwierigen Sachen rauszunehmen und Beispiele zu wählen, die auch für den naturwissenschaftlichen Laien, hoffe ich, irgendwie hinreichend schnell verständlich sind. Wenn nicht, bitte sofort nachfragen. Ansonsten, wie immer, die Debatten, vor allen Dingen die philosophischen Implikationen, die da zu diskutieren werden, bitte wirklich nach hinten stellen. So, und wirklich nur die Verständnisfragen, weil sonst wird das total verhaspelt dann. So, aber Verständnisfragen bitte sofort und jederzeit. Chalmers geht es vor allen Dingen darum, eben diese Frage, was ist Wissenschaft, vor dem Hintergrund abzugrenzen. Pseudowissenschaften auszuschließen, wobei da vor allen Dingen sein zweites Buch noch viel relevanter ist, was gegebenenfalls einen zweiten Vortrag nach sich zieht, aber noch nicht nächsten Monat. Also das auf keinen Fall. Da muss ich gleich noch mal ran, deswegen Vorsicht. Ja, An die okay. Tasche. Ja. Was? Nein, nicht an die Tasche, An den an den Stuhl. Tisch. Da steht nämlich das Experiment. Das ist jetzt quasi meine Steilvorlage. Weil ich nämlich es ist ja ein naturwissenschaftlicher Vortrag, mit einem Experiment einsteigen möchte, weil nämlich Chalmers einen Menschen zitiert, der sagt, Wissenschaften werden aktuell hoch geschätzt. Das ist mir hier auch teilweise aufgefallen, dass da manchmal gesagt wird, ja, so die Wissenschaft hat festgestellt. Und deswegen fühlte ich mich auch zu diesem Vortrag motiviert und wollte das vor dem Hintergrund, dass das eben halt auch ein Wissenschaftsphilosoph problematisiert, hier also hoffentlich nachvollziehbar darstellen. Also Wissenschaft ist deswegen so angesehen, weil wir sagen, beruht auf Tatsachen, behaupten manche Leute. Und genau diese Aussage, Wissenschaft beruht auf Tatsachen, die soll jetzt so schrittweise ein bisschen problematisiert werden. Zuerst möchte ich mit einer klassischen Kneipenwette einsteigen. Ich hoffe, dass das Mikrofon mich noch. Ich muss, glaube ich, hier bleiben. Ihr seht auf dem Tisch ein Glas, ein Untersetzer mit Wasser, eine Münze im Wasser, eine Kerze und ein Streichholz. So, das gehört zum Experiment der restlichen Getränke. Und so. So. Ihr dürft den Untersetzer nicht anfassen. Ansonsten dürft ihr die vorhandenen Gegenstände benutzen, um an die Münze zu kommen, ohne euch die Finger nass zu machen. Und das könnt ihr jetzt gerne mal diskutieren oder probieren. Nee, das mit dem Streichholz rausfischen ist nicht erlaubt. Der muss ja die Untertasse anfassen. Okay. Die Untertasse darf man nicht anfassen. Ah ja, ich weiß auch, wie es geht. Ja. Lasse lang genug brennen. Also warte ruhig noch einen Moment. Nicht sofort. Aber das ist Wasser, kein Paraffin, oder? Das ist Wasser. Was tut dir selber gefallen? Darf ich aber ganz kurz, also erstmal ist das noch zu nah dran. Sind Experimente bei philosophischen Vorträgen erlaubt? Ist der zweite Streichholz das wichtig, den Sie reingetan haben? So wie es jetzt liegt, nicht so. Er weiß das noch nicht weiter. Doch, ich habe ja gesagt, er soll ein bisschen Ach so, ja, warten. klar. Abstellen, 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 abstellen. Eis. Ah. Ja, genau. Danke, dass du dieses Stichwort gegeben hast. Ich bin den Wissenschaften, um das direkt irgendwie. Also, ja, bitte. Du darfst auch spenden. Genau.
Er sagte Dark Witchcraft, das ist genau mein Stichwort. Natürlich bin ich dem Fortschritt der Naturwissenschaften extrem dankbar darüber, dass mich hier niemand der Hexerei bezichtigt und ich deswegen auf dem Scheiterhaufen verbrannt war. Werde. Das war nicht immer so. Also bevor ich aber diesen Punkt aufgreife, möchte ich nochmal ganz, oder mach das zuerst. Das war nämlich genau mein Problem gestern beim Testvortragen. Ich mache das zuerst, genau. Vor der kopernikanischen Wende mit dem aristotelischen Weltbild wäre das nämlich durchaus also ein Risiko gewesen, weil man eben halt da noch keine Methode hatte und dieser Anwurf, es könnte sich um Hexerei handeln, eben halt durchaus ein Risiko war. Da hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich mache es jetzt aber doch. Nichtsdestotrotz möchte ich also dieses Problem durchaus problematisieren. Und zwar zuerst mal halt die Frage, was ist hier überhaupt passiert? Vermag da jemand was zu sagen? Auch für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, die nämlich nur das A und O gehört haben, die aber, wenn sie sich das anhören, ja keine Ahnung haben, was dieses A und O ausgelöst hat. Ja, durch die Flamme... Die zieht praktisch den Sauerstoff an durch die Verbrennung und dadurch geht der saugt dann den Wasserspiegel hoch. Weil dadurch sozusagen innen ein Unterdruck ist und von außen wird das Wasser nachgeschoben. Du guckst schon, du bist auch Biologe, ne? Nein, sozialerweise. Ach so, nee, ich hatte das, dann hatte ich das falsch im Kopf. Danke, weil du hast, was ich für heute Abend erwartet habe, was gestern natürlich nicht passiert ist, da war es ja ein Naturwissenschaftler, der da saß, der klassische Kategorienfehler, beschreiben und erklären durcheinander zu bringen. Also worin sich alle Lehrerinnen und Lehrer in den Naturwissenschaften die Haare raufen, ist Leuten beizubiegen, beschreibt, was ihr da gesehen habt, ohne zu erklären, was ihr meint, was passiert ist. Also wie er das erklärt, also was haben wir wirklich gesehen? Aber das brauche ich ja nicht beschreiben, wir haben ja alle gesehen. Das wird aufgenommen. Ja, ja. Nee, kein Scheiß, das wird wirklich aufgenommen ohne Bild. Nee, ist egal, ich habe jetzt nicht verstanden, habe ich das nicht erklärt oder? Nee, du hast genau den nächsten Schritt gemacht. Das ist perfekt. Der nächste Schritt ist der, der automatisch folgt. Beim Versuchsprotokoll gehen wir immer zuerst mal hin, sagen, was haben wir benutzt? Was haben wir gemacht? Was haben wir gesehen? Und dann erst, wie erklären wir die Sache? So, was wir benutzen, das hatte ich euch im Prinzip schon am Anfang gesagt, das können wir außen vor lassen. Das mit dem Machen, das müsste man eigentlich noch nachschieben, aber vor allen Dingen, was haben wir beobachtet, fehlt noch komplett. Kann mal kurz jemand, damit es irgendwie fürs Proto, also beziehungsweise für die nur Hörenden. Also das Wasser steigt in dem Glas hoch, ungefähr 2 Zentimeter und ist damit nicht mehr auf der Untertasse. Ja, okay. Ja, das kann man so. Ja, also man kann noch, ja, also stimmt, man müsste vorher wirklich noch, was haben wir gemacht, nämlich das mit dem Glas umstülpen auf die Kerze, das müsste man eigentlich, letztlich muss man das Experiment für die Leute, wir können ja eine kleine Fußnote machen, um das dann noch zu erläutern, ne? Gut, ich denke aber, das Problem ist klar geworden, es gibt einen Unterschied zwischen beschreiben und erklären, was ist passiert. Also deine Erklärung war übrigens völlig korrekt, das ist in der Tat das Verbrennen des Sauerstoffs, was übrigens korrekt vor unserem aktuellen Weltbild. So, da werden wir gleich noch ein paar Probleme mit haben. So, das Erste ist, wie gesagt, das war nicht immer selbstverständlich. Wir hatten nämlich, dass wir aus Beobachtungen etwas ableiten, war zur Zeit vor der kopernikanischen Wende gar nicht üblich. Beispiel, Aristoteles hat klipp und klar gesagt, das Fallen, die Geschwindigkeit des Fallens von Kugeln hängt von ihrem Gewicht ab. Das heißt, leichte Gegenstände fallen langsam, schwere Gegenstände fallen schnell. Galileo war davon ziemlich genervt. Der Geschichte nach ist er mit der versammelten Fakultät zum schiefen Turm von Pisa gelatscht, hat eine 1-Pfund- und eine 100-Pfund-Kugel vom Turm geschmissen und tata, mit einem lauten Knall war die moderne Wissenschaft geboren, weil nämlich danach die gesagt haben, ups, Aristoteles und damit halt auch Kirchenmeinung, Bibelmeinung, das stimmt gar nicht, die kommen zur gleichen Zeit
unten an. Er konnte das noch nicht erläutern, Newton kommt erst später, aber er hat damit ganz erheblich am aristotelischen Weltbild gewackelt und eben dieses Ding, Wissenschaft basiert auf Tatsachen, dieser Sache durchaus Vorschub geleistet. So, wo ist das Problem? Also erstmal haben da Leute wie Locke, Berkeley und Hume als Empiristen ihre Theorien daraus abgeleitet. Später auch, laut Chalmers, auch die Positivisten, in Folge von Comte, auch der Wiener Kreis. So, also auch Aussagesätze wie die Katze liegt auf der Matratze, die wir ja hier schon öfters hatten, ist vor dem Hintergrund, hey, kannst du gucken? So, völlig unproblematisch. Wo ist dann also das Problem? Wenn wir etwas beschreiben, können wir uns dann wirklich auf unsere Sinnesorgane verlassen? So, da möchte ich ganz gerne ein Beispiel zeigen. Das hier, was seht ihr? Treppe. Alle sehen, die meisten sehen eine Treppe. Von oben oder von unten? Ich habe jetzt plötzlich... Andersrum, genau. So, wenn man in unserem Kulturkreis beheimatet ist, üblicherweise die Treppe von oben und von unten sehen. Das switcht hin und her. Können das alle? Ja. Gut. So, es gibt eine ganze Menge afrikanischer Stämme, die sagen dir, wie Treppe, Linienmuster. So, nämlich, das ist nämlich kulturabhängig irgendwie, ob ich das gewohnt bin, dass dreidimensionale Sachen zweidimensional dargestellt werden. Davon unabhängig aber, es fiel euch ein, relativ leicht dieses Umklappen hinzukriegen. Dieses Umklappen hat ganz offensichtlich nichts mit der Funktion des Auges zu tun. Ja? Also das Bild auf der Retina, also Lichtstrahl, Bild kommt auf Auge, Abbild auf Hintergrund, Nervenreize werden in Gehirn geleitet, Eindruck von Sehen. So, und dann kommt halt diese Frage, warum sehe ich einmal eine Treppe von oben und einmal von unten? Das Bild auf der Retina hat sich kein Stück verändert. Das hat also sehr wohl was damit zu tun, wie wir das interpretieren, was wir sehen. Das ist die erste Problematik. So, zudem kommt dann noch, dass Sehen auch was mit Vorwissen zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch das mit den... mit den Leuten, die da nur Linien sehen. Das kann man sagen, bei einer Abbildung, das ist wirklich kulturabhängig. Aber es geht zum Beispiel Klassiker in Naturwissenschaften, ist, wenn Medizinerinnen und Mediziner lernen, wie man Röntgenbilder interpretiert. Sehen die am Anfang überhaupt nichts. Sie sehen genau wie wir, wenn wir zum Arzt gehen, Ultraschall, sehen wir da graues Rauschen. Ja, du kannst mir viel erzählen. Es ist also eine ziemliche Erfahrung und unheimlich viel Vorwissen nötig, bis die Leute da wirklich sagen, ja, das ist eine Niere oder die also abstrahieren können, diese Bilder wirklich interpretieren können und sagen, ja, ist ja klar, der hat irgendwie Lungenkrebs. So, ganz banales Beispiel, was jeder kennt, ist die sogenannte Mondtäuschung. Ich gucke mit dem bloßen Auge, der Mond ist mal klein, der Mond ist mal groß. Der Mond hat seine Größe aber nicht verändert. Ne, das hat was mit atmosphärischen Verzerrungen zu tun. Ich gucke mit dem Auge dahin. Ich kann mich also nicht hundertprozentig auf meine Sinnesorgane verlassen. Das Auge ist kein Fotoapparat. Dazu kommt noch üblicherweise, dass gesagt wird, ich muss auch noch die relevanten Tatsachen von den irrelevanten unterscheiden. Was sind relevante Tatsachen? Wenn du zum Beispiel sagst, so hier ganz klar Hexerei, dann würdest du sagen, es liegt an mir. Also ich habe gemacht, dass das jetzt passiert. Also ich werde dann also auch zu Recht verbrannt, weil ich hatte ja Einfluss eben halt, aber ist so, ne? Üblicherweise lernen alle, die ein Naturwissenschaftsstudium durchlaufen, relativ frühzeitig, die Farbe der Socken des Experimentierenden hat nichts damit zu tun, was beim Experiment rauskommt. Um den Leuten zackig klar zu machen, ihr müsst euch auf die relevanten Tatsachen fokussieren. So, relevante Tatsachen, Socken des Experimentierenden, das ist noch einleuchtend, das geht aber durchaus weiter. Hat das zum Beispiel jetzt was mit der Glasform zu tun? Ist die Art der Kerze entscheidend? Das ist ein Unterschied, ob es Wasser oder Alkohol oder sonst was ist. Hängt es von der Raumtemperatur ab? Könnte man das auch draußen machen? Könnte das jeder von uns machen? Was ist die relevante Tatsache? Chalmers selber bringt ein Beispiel aus seiner Jugend. Warum wächst eigentlich Gras rund um den Kuhfladen höher als
sonst wo auf der Wiese. Und da wird dann ein weiteres Problem benannt, nämlich naturwissenschaftliches Forschen heißt immer experimentieren und experimentieren heißt eingreifen, kein reines Beobachten. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, welchen Faktor betrachte ich eigentlich Gras. Ich muss vielleicht die Kühe von der Weide nehmen, möglicherweise muss ich den Kuhfladen zerreiben. Also es gibt viele, viele Aspekte, womit ich das wo ich intervenieren kann, damit ich wirklich ein korrektes Beispiel da eben halt rauskriege. Das heißt, die Aussage zu sagen, ich leite Wissenschaft aus reiner Beobachtung ab, ist schon schwierig. So, zudem kommt noch, ich brauche auch noch eine Beobachtungsaussage. Nehmen wir mal Darwin, der ist auf seiner Beagle durch die Welt gefahren, hat total viele Beobachtungen gemacht. Aber er hätte keinen Beitrag zur Wissenschaft geleistet, wenn er diese Pflanzen und Tiere nicht gesammelt hätte, beschrieben hätte und daraus auch noch eine Theorie abgeleitet hat. Ne? Das heißt, es geht nicht zu sagen Tatsachen, sondern Beobachtungsaussagen. Ich brauche Beobachtungsaussagen. Das heißt, ich muss das, was ich beobachte, versprachlichen. So, das ist schon mal der Punkt 1. Wenn wir jetzt mal diese ganzen Problematiken mit den Sinnestäuschungen mal außen vor lassen, wenn wir sagen, das können wir durch geeignete Einschränkungen, vielleicht auch durch Mikroskop oder durch mehrmaliges Gucken, halbwegs validieren, sind aber trotzdem, also jetzt im einfachen Fall, die Katze liegt auf der Matratze, da kann wirklich jeder gucken. Also es gibt durchaus Situationen, wo das reine Gucken unproblematisch ist. Aber wir haben im Kopf, Probleme könnte es geben. Damit sind wir immer noch auf der Frage, wie gewinnen wir eigentlich unsere sauberen Beobachtungsaussagen, also auf der Beschreibungsebene. Ja? So, und jetzt kommt aber die eigentliche Krux, nämlich Erklären dieser Beobachtungsaussagen, also das, was du völlig zu Recht gemacht hast, nämlich ein Konzept herangezogen. So, zuerst mal, wir erinnern uns an Galileo, der die Kugeln vom Turm geschmissen hat, der damit klar gesagt hat, so ein Quatsch irgendwie hier mit den Kugeln, was Aristoteles behauptet, die fallen total gleich schnell, unabhängig von ihrem Gewicht. Damit hat er erstmal gezeigt, Beobachtungsaussagen zu sammeln und daraus Gesetze abzuleiten, das ist doch sinnvoll. Schwierig wird es, wenn wir jetzt daraus versuchen, Gesetze abzuleiten, also rein induktiv vorgehen. Wir sind nämlich hier bei der Frage des Induktivismus. Wenn ich jetzt eine Menge Beobachtungsaussagen aneinander reihe, könnte das zum Beispiel sein, ich beobachte, Metall X1 dehnt sich bei stärkerer Temperatur aus. So, Metall X2 tut es auch, Metall X3 tut es auch. Kann ich da legitimerweise sagen, alle Metalle dehnen sich bei höherer Temperatur aus? Das kann ich nicht, wenn ich streng logisch vorgehe. Also die logischen Regeln sagen so, nee, das geht nicht, weil ich habe nur eine endliche Beobachtung, daraus kann ich keine alle sind Ableitung machen. Sehr wohl kann ich aber hingehen und sagen, wenn ich ein Gesetz habe, was ich zum Beispiel aus einer Beobachtung abgeleitet habe, zum Beispiel Wasser gefriert bei 0 Grad, dann, und ich sage in meinem, also reines Wasser gefriert bei 0 Grad, in meinem Kühler ist annäherungsweise reines Wasser, dann kann ich die Vorhersage treffen, wahrscheinlich wird mein Kühler bei 0 Grad, also das Wasser in meinem Kühler bei 0 Grad gefrieren. Das ist der Klassiker Induktion, Deduktion. Soweit, so gut, könnten wir sagen, wir haben jetzt eine wissenschaftliche Methode gefunden. Wir haben gesagt, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht einer Sinnestäuschung unterliegen. Wir müssen gucken, was sind die relevanten Tatsachen. Aber wenn wir jetzt saubere Beobachtungsaussagen haben, dann können wir doch jetzt ableiten, ein Gesetz bilden, eine weitere Beobachtung und dann können wir daraus eben halt deduzieren, die Vorhersage deduzieren. Problem daran ist wenn eines der, wenn das Gesetz, was wir abgeleitet haben, falsch ist. Beispiel, Katzen haben 5 Beine, mein Kater Carlo ist meine Katze, dann ist die Ableitung, Carlo hat 5 Beine, falsch, weil das Gesetz schon falsch war. So, das heißt, mit der reinen Logik komme ich der Ableitung aus Gesetzen
das ist nicht, also das ist nicht logisch valide. So, da habe ich ein echtes Problem. So, Fazit, aufgepasst, es ist immer noch, also reiner Induktivismus ist in jedem Fall besser, als sich auf aristotelische Texte und die Bibel allein zu verlassen. Wir erinnern die Kugeln. Aber es ist irgendwie unbefriedigend und in einem kleinen anekdotenhaften Beispiel sogar gefährlich. Das finde ich ein schönes Beispiel. Der Truthahn wird jeden Morgen um 9 Uhr gefüttert. Er leitet daraus die Idee ab, ich werde jeden Morgen um 9 Uhr gefüttert. Das kollabiert leider, dieses Gesetz, an Thanksgiving. Da kommt nämlich um 9 Uhr der Schlachter. So, also reine Induktion aus Beobachtungsaussagen könnte uns erheblich in die Irre führen. Wir brauchen also was Besseres. So, das ist der Punkt, wo Popper auf den Plan tritt und sich eben dann halt lange, lange, lange mit dem Wiener Kreis ziemlich böse gestritten hat. So, er hat nämlich gesagt, so alleine ist das noch keine wissenschaftliche Methode. Der war nämlich ziemlich angepisst, weil er sich in seinem wissenschaftlichen Alltag immer wieder mit Freudianern, Adlerianern, innen und MarxistInnen, also ich glaube, damals waren es wirklich primär Männer, insofern fürchte ich, kann man leider in dem Fall das weglassen, konfrontiert sah und hat gesagt, diese Leute, die gehen hin und egal, was man an Beispielen anführt, die wenden das in ihrer Theorie immer so, dass es passt. Beispiel zum Beispiel Adlerianer, da steht ein Mann, also Adler erklärt alles mit über Minderwertigkeitskomplexe, um das jetzt mal böse zu reduzieren. So, und da steht jetzt einer am Flussufer, sieht da ertrinkt ein Kind, springt der rein, springt der nicht rein. Springt der rein, sagt der Adlerianer, der wollte beweisen, dass er über seinen Minderwertigkeitskomplexen steht, deswegen ist er gesprungen. Bleibt der stehen? Er war irgendwie da drin verhaftet. So, also egal, was der macht, der Adlerianer hat immer recht und Popper fand das mega unbefriedigend. Er hat gesagt, so geht das nicht. Das sind keine Wissenschaften. So, er sagt, wissenschaftliche Aussagen, die müssen falsifizierbar sein. So, was ist das? Aussagen muss ich so formulieren, dass irgendjemand hingehen kann und sie falsifizieren, also widerlegen kann. Das wäre eben in dem Falle von Marxismus oder der Psychologie nicht der Fall. Deswegen schließt der Popper die da aus. So, ein anderes Beispiel ist, dass er sagt, vergleich das doch mal mit Einsteins Theorie. Der hat seine Theorie so formuliert, hat gesagt so, Licht, das geht eben nicht immer geradeaus, sondern so Licht, das wird von großen Massen abgelenkt. Der hat es also so formuliert, dass jemand im Zweifelsfall hingehen kann, das überprüfen kann. Das hat auch einer gemacht. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ich gucke das jetzt nicht nach, weil es irrelevant. Der hat bei einer Sonnenfinsternis vorhergesagt, wo müsste nach Einsteins Theorie ein bestimmter Stern auftauchen und konnte zeigen, aha, ist so. Damit war zwar kein wissenschaftlicher Fortschritt nach Popper gewonnen, weil Einsteins Theorie wurde nicht falsifiziert. Und er sagt, der Fortschritt ist, kommt gleich noch. Aber er hat gesagt, die Formulierung war so gegeben, dass man sich ein Experiment überlegen kann, was die Theorie falsifiziert. Und das ist besser. Also Wissenschaften sollen nicht einfach nur sammeln, Wissenschaften müssen sauber formulieren. In der Biologie zum Beispiel ist das, und das ist auch für alle verständlich, ist das zum Beispiel wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel Fledermäuse. So, wie orientieren sich Fledermäuse in einem stockdunklen Zimmer, wo unsere Überlegung doch eigentlich ist, die meisten Wesen, so die wir so kennen, auch Menschen und andere Säugetiere, orientieren sich über die Augen. So, also das Sehen macht eben halt, dass wir nicht gegen die Wand klatschen. Haben Fledermäuse jetzt besondere Augen? Wenn das die These ist, Fledermäuse haben speziell super nachtsichtige Augen, dann ist das nach Popper sauber formuliert, weil das kann ich kann experimentell jetzt einen Aufbau machen, nämlich verbinde den Fledermäusen die Augen und guck, ob die immer noch fliegen können. Siehe da, fliegen immer noch. So, also Fledermäuse sehen nicht mit den Augen. Habe ich also eine Theorie falsifiziert, bin ich einen Schritt weiter. Könnte ich eine weitere Theorie machen, weil das Problem habe ich ja ausgeschlossen. Fledermäuse sehen mit den Ohren. Verstopfe ich denen die Ohren, patsch, fliegt die Fledermaus gegen die Wand.
Jetzt habe ich zwar keinen Fortschritt gemacht, weil ich habe meine Theorie nicht falsifiziert. So, aber ich kann das jetzt verfeinern. Ich kann jetzt noch also mögliche Echolotsysteme und jedenfalls komme ich so durch Falsifikation immer halt weiter. Das Wichtige, was er halt fordert, ist, du musst es so formulieren, dass es falsifizieren kannst. Und wenn es falsifiziert hast, so, dann haben wir Fortschritt gemacht. Weil das ist ja hier unsere Frage, was ist Wissenschaft? Wie entsteht wissenschaftlicher Fortschritt? Ja, und Popper sagt, da entsteht der wissenschaftliche Fortschritt. Super kühne Theorie, so. Und wenn dann einer kommt und sie falsifiziert, hurra, Strike. Ja, so, jetzt ist aber das Problem, sagen andere, das ist ja schön und gut. Und im Falle der Fledermäuse und viele andere hat uns das auch weitergebracht. Aber zum Glück haben in der Geschichte nicht alle eine neue Theorie, wenn sie falsifiziert war oder wurde, direkt über den Haufen geschmissen. Zum Beispiel nämlich Galileo. Das ganze Ding von der kopernikanischen Wende hatte nämlich, wenn man sich mal genau anguckt, am Anfang ganz, ganz, ganz wenig Aspekte, was für Kopernikus sprach. Es gab ihm ganz im Gegenteil ganz, ganz viele Aspekte, die ihn vor dem Hintergrund des damaligen Weltbildes falsifiziert haben. Man muss dazu wissen, das aristotelische Weltbild sieht folgendermaßen aus. Also Erde ist im Mittelpunkt des Universums. Bis zum Mond ist die Welt veränderlich, also die sublunare Zone. Und darüber ist Zone über dem Mond ist alles perfekt und besteht aus Äther und ist unveränderlich. Es gibt vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und diese vier Elemente haben einen natürlichen Ort im Universum. Erde strebt dem Mittelpunkt zu. Wasser hat die Eigenschaft, erdnah zu sein, auf der Erdoberfläche zu sein, Luft will erdnah sein und Feuer ist eine Substanz und strebt dem Mond zu. So, vor diesem Hintergrund, Dinge streben also auf ihren natürlichen Punkt, haben die gesagt, wie die Erde bewegt sich. Spinnst du? Wo bewegt sich denn die Erde? Schmeiß ich eine Kugel vom Turm, ne, fällt die ja. Die strebt ja jetzt ihrem Punkt zu. In der Zeit, Erde bewegt sich, hat sich der Turm längst weiter bewegt. So, und die Kugel müsste ja wohl dann ein ganz erhebliches Stück neben dem Turm aufkommen. Erde bewegt sich, genau, fort. So, was sie nicht kannten, waren Konzepte von Trägheit. Das kam erst ungefähr 200 Jahre später für uns. Ja klar, Trägheit. Wobei ich jetzt gar nicht so sicher bin bei den Nicht-Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern. Also ich bin nicht ziemlich träge. Ne, also ich meine ganz einfach so dieses Ding, kannst du mit deinen Sinnen feststellen, springst hoch, die Erde hat sich nicht, ich stehe immer noch an derselben Stelle, Erde bewegt sich nicht. Klar falsifiziert. Nach Popper streng müssten wir sagen, schmeißen wir direkt ad acta, bleiben wir beim aristotelischen Weltbild, weil Erde bewegt sich irgendwie. Vogel. Es gibt noch mehr Argumente gegen ihn. Tycho Brahe zum Beispiel war durchaus irgendwie geneigt, diese Theorien zu gutieren. Er hat dann versucht festzustellen, dass Fixsterne, wenn man sie misst, die müssten eine Bewegung machen bei der Bewegung. So, ich muss das jetzt gar nicht irgendwie so ausfeilen. Da kommt es nur darauf an, das Ding ist. Egal. Also, der hat jedenfalls das versucht zu messen, hat festgestellt, die bewegen sich aber nicht im Laufe des Jahres. Auch eine Falsifizierung von des kopernikanischen Weltbildes. Das Problem, was dabei war, er hat die Entfernung dieser Fixsterne, die hat er viel zu gering eingeschätzt. Das heißt, seine Vorannahme war falsch. Also man kann entweder, mit der Trägheit war unbekannt, also Gesetze, die Vorannahmen machen, sind falsch. Insgesamt können Einzelaspekte können verkehrt sein. Es muss also nicht unbedingt das Experiment selber sein, sondern die ganze Konstruktion drumherum kann problematisch sein. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich möglicherweise an einer kühnen These festhalte, auch wenn sie auf den ersten Blick falsifiziert scheint. Weil sonst hätten wir das mit der kopernikanischen Wende nie hinbekommen.
Übrigens, das kommt dann noch später, auch ein schönes Beispiel, warum das gar nicht sein kann, dass die sich alle bewegen, ist, weil wenn die Erde sich um die Sonne bewegt, dann würden sie ja wohl den Mond hinter sich lassen. Also, weil, ne? Also das geht gar nicht. So. Weil in dem Weltbild eben halt. So, das jetzt aber halt es nicht nur auf die Beobachtungsaussagen, sondern auch auf die Vorannahmen ankommt. Das ist als Durham-Quine-Hypothese in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Das war erst in den 60ern sogar. Also erstmal hat Popper ganz sauber irgendwie halt mit dem Wiener Kreis über den Induktivismus gestritten. So. Und dann haben, hier sind wir noch nicht, und dann haben Durham und Quine gesagt, Vorsicht, ne? Vorannahmen können relevant sein. Also ich glaube, Durham war eine ganze Weile vor Quine. Nachdem Quine das dann nochmal aufgewärmt hat, wurde es dann als Durham-Quine-These, weil Durham es schon vorher gesagt hat, aber Quine das ja populär gemacht hat. Gott. Wenn du den mehr würdigen willst, also das ist halt nur irgendwie so ja. So, lustig ist in dem Zusammenhang auch, dass Leute, um eine Falsifikation, sich vor einer Falsifikation zu bewahren, es sogenannte Ad-hoc-Modifikationen ganz häufig von Theorien gibt. Das ist das, was Popper schon irgendwie halt den Marxisten, Marxistinnen und Psychologinnen und Psychologen vorgeworfen hat, dass sie nämlich irgendeine Hilfstheorie aufstellen, um ihre Theorie zu retten. Galileo war davon unglaublich angepisst. Zum Beispiel hat er irgendwann mal ein Teleskop benutzt. Also bei Kopernikus gab es noch keine sauber funktionierenden Teleskope. Galileo hat dann eine Menge Arbeit reingesteckt, gute Teleskope zu konstruieren und hat es auch geschafft und hat dabei entdeckt, dass der Mond Krater hat. Diese Krater des Mondes brachten die Aristoteliker in arge Bedrängnis. Wir erinnern uns, alles überhalb dieser Zone ist perfekt und perfekt rund. Es kann also gar nicht sein, dass der Mond Krater aufweist. Wie haben jetzt die Aristoteliker das gerettet? Die haben gesagt, ja, der Mond, der ist von einer unsichtbaren Substanz umgeben, die das komplett ausgleicht. Der ist also doch wieder perfekt rund. Galileo hat das ziemlich aufgebracht. Er hat dann mit den rhetorischen Streit, den ich hier nicht vertiefe, der immer ein bisschen witzig ist, dann vom Zaun gebrochen, aber man sieht daran, was eine Ad-hoc-Modifikation einer Theorie ist. So, schwierig. Man sieht aber noch ein anderes Problem daran, nämlich, warum sollten eigentlich Beobachtungen durch ein Hilfsmittel den Beobachtungen mit bloßem Auge überlegen sein? Das ist ein echtes Problem, unter anderem wegen der sogenannten Artefakte. Wenn ich weiß nicht, die meisten haben irgendwann mal in der Schule mikroskopiert. Ja? So, die meisten waren da auch ziemlich frustriert, weil nämlich die Lehrerinnen und Lehrer einem sagen, das musst du sehen und das musst du zeichnen. Und die meisten Kids sind total begeistert, weil sie alles Mögliche in dem Mikroskop sehen. Meistens Luftblasen. So. Und dann so, oh, da ist was Schwarzes, das bewegt sich. Ja, Luftblase. So, deswegen ist das Mikroskopieren am Anfang eine total frustrierende Angelegenheit. Das ist so ähnlich wie jetzt wieder mit den mit dem Ultraschall und dem Röntgen sehen, lernen. Aber es ist auch ein Problem, dass manche Hilfsmittel wirklich halt an sich, von dem Hilfsmittel an sich Artefakte hervorbringen, weil das Glas irgendwo einen Krümmel hat oder sonst irgendwas halt, oder eben halt Luft drunter ist. Ist also nicht die reine Fantasie, sondern die Frage ist halt wirklich, was ist das Bild und was ist halt durch das Beobachtungsinstrument jetzt eben halt ins Bild gerückt. Das ist also schwierig. Genau, und auf die Art und Weise hatte er auch große Probleme, der Galileo, dann halt zum Beispiel seine Monde des Jupiter den Leuten zu zeigen. Die hat er nämlich auch entdeckt mit dem Teleskop. Das haben die Leute erstmal nicht entdeckt, nicht sehen können, erst nachdem er noch eine Hilfskonstruktion hatte. Und damit war dann
langsam wirklich irgendwie das Ding problematisiert mit dem aristotelischen Weltbild, weil da konnte man sehen, der Jupiter, der hat auch Monde und der schleppt die mit sich, also wird der Mond nicht hinter sich gelassen. Es waren also eine ganze Menge Sachen, die Stück für Stück, und dann kam noch Newton mit der Trägheit, und irgendwann mal, schlussendlich, nach 200 Jahren hat man dann gesagt, na gut, das mit dem aristotelischen Weltbild, da wechseln wir jetzt zum kopernikanischen, das macht wohl mehr Sinn. Und der, der da wirklich letztlich wirklich den Sack zugemacht hat, ist echt Newton. So, dass das so problematisch und so lange ist, darauf basiert vor allen Dingen Kuhns Theorie, der halt sagt, das ist eben nicht nur eine Vorannahme, sondern das ist ein komplettes Weltbild, das sind sogenannte Paradigmen, das ist deutlich komplexer, da hängt mega viel dran, gerade an dem Wechsel vom kopernikanischen Weltbild hat er das eben halt verdeutlicht, das sind dann eben ganze komplexe Aspekte. Ich hätte euch super gerne eine exakte Definition des Paradigmas geliefert, macht er aber nicht, der Kuhn, redet sich da meiner Meinung nach ein bisschen raus. Er sagt so, wie bei Wittgenstein mit dem Spiel, wo der Wittgenstein auch nicht so genau definiert, was ein Spiel ist, weil halt manche Sachen, die die Definition von Spiel haben, egal, ihr wisst das eh mit dem Spiel, deswegen brauche ich das jetzt hier nicht zu vertiefen. Kuhn mit dem Paradigma, ja? Ich weiß es nicht. Okay, kann das mal, weil ich mich jetzt gerade verhaspel, irgendjemand knackig? Also da geht es darum, wenn man definieren soll, was ein Spiel ist, dann kann man immer zu Bedingungen ankommen, wie zum Beispiel, ja, ein Spiel, das muss eins sein, in dem jemand gewinnt oder verliert. Und dann lässt sich aber immer wieder ein Gegenbeispiel finden, egal welche Definition man letztlich angeht. Es gibt immer was, was ein Spiel ist und der Definition von vorher immer noch widerspricht. Und Wittgenstein kommt dann dazu zu sagen, es gibt keine abschließende Definition von Spiel, sondern vielmehr gibt es ganz viele Arten von Spielen, die untereinander familienähnlich sind. Also so wie sich auch Verwandte ähnlich sehen, aber nie komplett, sondern immer nur vielleicht mal die Nase oder mal die Ohren. So sehen sich halt auch diese verschiedenen Arten von Spielen nur ähnlich. Okay, gut. Ich habe es einigermaßen verstanden. Also auch Kuhn geht durchaus hin und sieht durchaus den Vorteil, den der Falsifikationismus gegenüber dem Induktivismus hat. Wir erinnern uns an die Fledermäuse. Er problematisiert es aber über die kopernikanische Wende, führt den Begriff des Paradigma ein und sagt, aber das ist aber auch gar nicht so schlecht. Er sagt nämlich, dieses Ding mit dem Paradigmenwechsel, das wird immer so total als so voll wissenschaftskritisch angeführt in vielen philosophischen Debatten. Was aber zentral wichtig ist, dass er das benutzt als Kriterium, um Wissenschaften von Nichtwissenschaften abzugrenzen. Er sagt nämlich, nur Wissenschaften, die ein Paradigma haben, sind Wissenschaften. Womit er also uns, also Soziologinnen und Soziologen, Germanistinnen und Germanisten, total verpinkelt, weil dann nämlich sagt, die haben kein Paradigma, da muss jeder irgendwie das Rad neu erfinden, also als Germanistin, ich bin ja beides, ne? Biologie und Germanistik. Also du musst halt als Germanistin immer hingehen und erstmal Methodenkapitel schreiben. Das heißt, du musst komplett durchreflektieren, wo stehe ich gerade, welche Methode verfolge ich. So, und das ist halt für Kuhn total untragbar. Der sagt da so, das ist totales Geschwafel. Jeder von denen muss eben halt das Rad quasi neu erfinden. Die kommen überhaupt nicht zum Forschen, weil jeder sich erstmal über seine Grundlagen komplett durchreflektieren muss. Er sagt, diese Paradigmen, die geben den Normalwissenschaften quasi die Ruhe, erstmal zu forschen, weil ein paar Sachen gelten einfach als gesichert. Basta, die muss ich nicht ständig in Frage stellen. So, da arbeite ich mit. Problematisch ist, wenn dann irgendwas auftaucht, was eben halt dem Paradigma widerspricht. Wenn davon zu viele Fehler auftauchen, gibt es irgendwann mal eine Krise. Und wenn diese Krisen sich häufen, gibt es irgendwann eine Revolution und das Paradigma wechselt. Eben wie bei der kopernikanischen Wende dann halt. Also nur noch sehr eingeschränkt. Also in der Wissenschaft glaubt keiner mehr an Feuer, Erde, Wasser, Luft oder daran, dass eben halt die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Das ist also heute würde das als Pseudowissenschaften vollkommen abgewiesen, weil es eben halt
absolut Paradigmen der aktuellen Wissenschaft völlig widerspricht. Wir hatten auch andere Paradigmenwechsel, zum Beispiel bis Einsteins Relativitätstheorie und der Quantenphysik galt Newtons Mechanik als paradigmatisch. Das ist problematisiert durch die Quantenphysik. Vor Newton konnte keiner erklären, was mit der Optik ist, aber das sprengt hier, finde ich, ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, es ist auch klar geworden, was Kuhn meint, und mit den Beispielen kann man sich da eben halt auch verzetteln. So, wir sind hier an diesem Punkt, Wechsel von Paradigmen. Wie gesagt, Kuhn schätzt sie aber auch. Ganz wichtig festzuhalten. Übrigens, was das Erklären des Experimentes angeht, da hätte man vor Lavoisier und vor dem Periodensystem gesagt, dass Phlogiston entwichen, beziehungsweise das Feuer strebt eben dem Mond zu, also je nachdem, welches Weltbild man eben gerade bedient. Also das Ding mit dem Sauerstoff, das ist also das Periodensystem der Elemente und chemische Vorgänge anzunehmen, würde ich fast behaupten, dass das mit zu den Paradigmen der Naturwissenschaften aktuell gehört. So, was bleibt jetzt? Zu diesem Was bleibt, habe ich euch gleich auch noch ein kleines Filmchen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nur auf. Nee, ich muss ihn auch komplett nochmal anmachen. Brauche ich gleich einen Moment. Egal. So. Jetzt ist nämlich der Punkt, wo Feierabend auf den Plan tritt. Und der sagt, das ist ja alles schön und gut. Also die Induktivisten haben einen Beitrag geleistet, die Falsifikationisten haben einen Beitrag geleistet, Kuhns Paradigmen sind auch sehr interessant. Aber die Annahme von Kuhn, dass sich diese Paradigmenwechsel irgendwann mal rational vollziehen, weil nämlich es geradezu zwingend ist, dass diese Revolution kommt, das genau bestreitet Feierabend. Weil kurz und knapp gesagt, sagt er, nur freie Menschen in einer freien Gesellschaft sind überhaupt befähigt, zu allem Wissen Zugang zu haben, Machtstrukturen, die uns vielleicht festhalten in irgendwelchen Paradigmen, Vorannahmen, die vielleicht auch Machterhalt auslösen. Die machen die ganze Sache irrational. Es gibt wir können keine Supermethode benennen. Wir können nicht verobjektivieren, wann dieser Paradigmenwechsel stattfindet. Er sagt, es ist total irrational. Das ist von Machtaspekten abhängig. Und wenn es von Machtaspekten abhängig ist, dann brauchen wir erst die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, erst die Revolution, bevor wir eigentlich wirklich sagen können, jetzt machen wir mit Sicherheit wissenschaftlichen Fortschritt. Man kann das auch vertiefen, ich finde, das sprengt aber sowohl zeitlich als auch im Grunde ist das nämlich die Theorie von ihm. Ich möchte es lieber an einem Beispiel zeigen. Wir haben einmal die kopernikanische Wende und ich möchte euch aber das Schicksal von Ignaz Semmelweis, das heute kaum mehr nachvollziehbar ist, und daran möchte ich gleich bitte mit euch diskutieren. Wie entsteht wissenschaftlicher Fortschritt? Wer von denen hat denn nun recht oder, ne, oder nicht? Oder was müssen wir sonst noch beachten? Weil den Semmelweis anzugucken, das ist echt dramatisch. Der Mann, der in einem unserer chirurgischen Krankenhäuser auf dem Operationstische liegt, wirft mehr Gefahr zu sterben als der englische Soldat auf dem Schlachtfeld von Waterloo. Diese Worte stammen von dem schottischen Arzt James Simpson, der das Chloroform als Narkosemittel entdeckt hat. Seit der Einführung der Inhalationsnarkose im Jahr 1846 konnte zwar der Operationsschmerz weitgehend gelindert werden, doch war damit der Operationserfolg noch längst nicht gesichert. Der Großteil der operierten Patienten wurde durch Wundinfektionen eingerafft, Krankheiten, die fast nur in den Spitälern auftraten. Den Operationssälen jener Zeit mangelte es an Hygiene. Oft wurden im selben Raum auf dem hölzernen Operationstisch auch Leichenöffnungen vorgenommen. Als Verbandsmaterial diente die Charpie, hergestellt aus alter Leinenwäsche. Nicht selten wurde der Verbandstoff ungewaschen auf die Wunden gelegt. Mitunter enthielt er Alterkrusten, Überreste einer früheren Verwendung. Stark blutende Wunden wurden mit Schwämmen gereinigt. Zwischen den Operationen wurden diese lediglich mit kaltem Wasser ausgespült.
Während der Operation trug der Chirurg einen alten Rock. Unübersehbar auch hier die Spuren früherer Operationen. Die Krankensäle waren erfüllt mit einem fäulnisartigen, entsetzlichen Gestank, hervorgerufen durch Wundeiterung. Doch damit hatte man sich längst abgefunden, der Gestank galt als guter chirurgischer Geruch, der Eiter als löblicher Eiter. Unter diesen Umständen war eine ungestörte Wundheilung eher die Ausnahme. Eine an und für sich gelungene Operation endete so in jedem zweiten Fall tödlich. Zeitweise wurden Barackenlazarette errichtet. Obwohl Notbauten hielt sich die Sterblichkeit in erträglichen Grenzen, doch letztendlich zogen auch hier die Wundkrankheiten ein. Anderswo versuchte man das Problem auf andere Art in den Griff zu bekommen, mit oft widersprüchlichen Methoden der Wundbehandlung. Die einen schworen auf warme Wundbäder, andere wiederum auf kalte. Manche Wunden wurden mit Goldfolien oder Kautschuk von der Luft abgeschlossen. Die Vertreter der offenen Wundbehandlung hingegen verzichteten auf jegliche Wundabdeckung. Vereinzelt wurden gute Operationserfolge durch extrem sauberes Arbeiten verzeichnet. So führte ein englischer Chirurg, Thomas Spencer Wells, in 25 Jahren über 1000 gelungene Eierstockoperationen durch. In gewissem Maße hatte Wells bereits aseptisch gearbeitet, doch als eigentlicher Begründer der aseptischen Methode gilt Ignaz Philipp Semmelweis. Der gebürtige Deutsch-Ungar trat 1846 in die erste Abteilung der Wiener Geburtshilflichen Klinik ein. Zu jener Zeit starben dort rund 10% der Wöchnerinnen am Kindbettfieber. Eine erschreckend hohe Zahl. Besonders hoch war die Sterblichkeitsrate während des Hochschulsemesters, wenn auch Studenten unterrichtet wurden. Diese unternahmen sowohl Leichenöffnungen als auch Untersuchungen an den schwangeren Frauen, die sich für die Ausbildung von Ärzten und Hebammen zur Verfügung stellten. In der benachbarten zweiten Abteilung, wo ausschließlich Hebammen ausgebildet wurden, lag die Sterblichkeit bei nur einem Drittel der ärztlichen Abteilung. Obwohl der Unterschied offensichtlich war, schien sich die Leitung der ersten Abteilung damit weitgehend abgefunden zu haben. Nicht jedoch Ignaz Semmelweis. Er stellte die Sterblichkeitsdaten beider Abteilungen in Tabellen gegenüber und suchte darin nach einem Hinweis auf die Krankheitsursache. Der plötzliche Tod seines Freundes, Professor Kolletschka, der bei einer Leichensektion von einem Studenten mit dem Skalpell verletzt wurde und die typischen Symptome des Kindbettfiebers zeigte, brachte ihn auf einen zersetzten tierischen Stoff als Ursache des Fiebers. Einen Stoff, den Ärzte und Studenten durch geburtshelferische Übungen an Leichen über ihre ungenügend gereinigten Hände auf die Frauen übertrugen. Ab Mai 1847 hielt Semmelweis Kollegen und Studenten an, sich vor dem Betreten des Saales die Hände gründlich mit einer Chlorkalklösung zu waschen. Dadurch konnte die Sterblichkeit von über 11% zunächst auf 5%, dann im Jahr 1848 sogar auf unter 2% gesenkt werden. Obwohl Semmelweis von einigen Kollegen unterstützt wurde, konnte sich seine Lehre nicht durchsetzen. Heute ist es nur schwer zu verstehen, wieso die Semmelweis'sche Lehre zunächst scheiterte, denn das Material, das Semmelweis vorgelegt hatte, war überwältigend. Doch Ignoranz und Intrigen haben es vermocht, eine zunächst von vielen Seiten begeistert aufgenommene Idee niederzukämpfen. Hinzu kam, dass Semmelweis die Öffentlichkeit scheute und seine Ergebnisse erst relativ spät publizierte. Wandte sich Semmelweis von Wien ab und ging nach Budapest zurück. Dort wurde er 1855 Professor für Geburtshilfe und veröffentlichte erst 1861 seine heute berühmt gewordene Schrift vom Kindbettfieber. 1865 kehrte er nach Wien zurück, diesmal als Patient einer psychiatrischen Anstalt. Dort wird der geistig verwirrte Semmelweis vom Anstaltspersonal geprügelt. Am 13. August 1865 erliegt Ignaz Philipp Semmelweis den ihm zugefügten Verletzungen. Im selben Jahr ging auch der britische Chirurg Joseph Lister dem Problem der Wundinfektion nach. Als Professor für Chirurgie an der Universität in Glasgow wurde er von seinem Kollegen Thomas Anderson, Professor für Chemie, auf die jüngst erschienenen Arbeiten Louis Pasteurs über Gärung und Fäulnis aufmerksam gemacht.
Demnach sind in beiden Vorgängen winzige Lebewesen, sogenannte Mikroorganismen, beteiligt. Es lag nahe, gleichsam eine Verwandtschaft zwischen Fäulnis und den Wundkrankheiten zu suchen. Allein der entsetzliche Gestank, der in den chirurgischen Krankensälen herrschte, deutete darauf hin. Es war durchaus denkbar, dass Mikroorganismen auch die Ursache der Wundalterung sind. Zur gleichen Zeit erfuhr Lister von der fäulnisverhindernden Wirkung der Carbolsäure, heute besser bekannt unter dem Namen Phenol. Auf der offensichtlich keimtötenden Eigenschaft der Carbolsäure baute Lister seine neue Methode der Wundbehandlung auf. Er verwendete Leinwand, die er mit einer hochkonzentrierten Carbolsäurelösung tränkte. Im März 1865 legte er seinen ersten antiseptischen Verband auf die Wunde einer offenen Fraktur und wiederholte danach diese Art der Wundbehandlung in verschiedenen Variationen. Mit Erfolg. Lister stellte, wie erhofft, eine geringere Wundalterung fest. 1867 erschien Listers erste Veröffentlichung über die antiseptische Wundbehandlung. Dieser Beweis hatte auch Lister gegen eine teils ignorante und böswillige Kritik anzukämpfen. Lister gebührt das Verdienst, eine allumfassende Methode der Wundbehandlung geschaffen zu haben. Eine wichtige Rolle spielte dabei das von ihm entwickelte Carbolspray, eine Vorrichtung, um Carbolsäurelösungen fein zu zerstäuben. Mittels eines Dampf- oder Handgebläses wurde das Wundgebiet, wurden die Hände des Chirurgen und die Instrumente in einen feinen, antiseptischen Nebel gehüllt. Doch erschwerte dieser Nebel die Übersicht des Operationsfeldes. Zudem verätzte er die Hände des Operateurs. So verschwand das Carbolspray wieder aus dem Operationssaal. Ab 1887 verwendete es sogar Lister selbst nicht mehr. Joseph Lister starb 1912. Listers Leistung besteht nicht nur darin, die Grundlagen der antiseptischen Wundbehandlung entwickelt zu haben. Ansätze hierfür gab es bereits von anderer Seite. Listers Verdienst liegt vor allem darin, den Weg für die aseptische Methode geebnet zu haben. Eine Methode, bei der versucht wird, Keime von vornherein von der Wunde fernzuhalten. Dann bekannt war, dass es sich beim Kindbettfieber um eine bakterielle Infektion handelt, konnte es durch Hygienemaßnahmen ausgerottet werden. Das aseptische Denken setzte sich durch. So, also das aseptische Denken setzte sich durch, damit schicke ich heute in die Pause. Und für mich ist dann halt die Anschlussfrage letztlich, warum ist das Semmelweis eigentlich nicht gelungen? Ich kann die Frage dann aber auch nach der Pause präzisieren.